ganz herzlich willkommen zu diesem Vlog. Wir fahren heute nach Berlin, weil wir dort mein Visum beantragen. Und ich dachte mir, ich vlogge das Ganze so ein bisschen und nehme euch ein bisschen dabei mit. Ich hoffe, dass es ganz gut klappt. Also ich werde wahrscheinlich am Ende noch mal ein paar mehr Sachen zu dem ganzen Visum-Thema sagen, wenn ich auch selbst ein bisschen mehr dazu weiß. Aber der Plan ist jetzt erstmal, dass wir auf jeden Fall gleich losfahren. Also es ist gerade kurz nach 4. Ich habe auf jeden Fall alle Sachen auch schon eingepackt. Angekommen, also wir sind schon vor einer Viertelstunde oder so angekommen. Meine Eltern sind gerade, mal gucken, was hier in der Nähe so ist. Und ich bin noch im Auto geblieben. Das Wetter ist zwar eigentlich ganz gut. Ich stehe gerade auch mit dem Grün, weil das Konsulat für diese Visa-Geschichten halt echt komplett außerhalb ist. Also das ist nicht irgendwie Pariser Platz oder so Mitte, sondern es ist ja eher außerhalb von Berlin. Wir sind auch voll gut durchgekommen, also wir sind ja schon um kurz nach 4 losgefahren, weil wir halt eigentlich so 3,5 Stunden brauchen und wir wollten halt einfach rechtzeitig da sein. Wir sind halt super gut durchgekommen, also wir waren schon um kurz nach 7 hier und jetzt ist es halt gerade so 7:30 circa und meinen Termin habe ich erst um 10, also habe ich jetzt auch so 1,5-2 Stunden, wo ich jetzt noch etwas anderes machen werde. Genau, und ich werde euch dann versuchen weiterhin etwas mitzunehmen. Und am Ende werde ich dann wahrscheinlich ein bisschen mehr berichten, wie es war. Ich hoffe, dass es einfach ganz gut alles klappt, dass ich nichts vergessen habe. Also wir sind jetzt gerade vom Konsulat noch zum Wannsee gefahren. Wir sind gerade bei so einem Parkplatz und mein Visum wurde bestätigt. Alles gut. Ich rede aber nachher auch mal ein bisschen mehr drüber. Und wir gehen jetzt erstmal zum Wasser noch ein bisschen und bleiben noch ein bisschen in Berlin, weil es ist erst 11:15 oder so. Genau. Erzähle euch jetzt noch so ein bisschen mehr dazu, wie das dann im Konsulat selbst abgelaufen ist. Ich habe mich dafür jetzt mal rausgesetzt. Es ist jetzt auch schon ein paar Tage später und ich habe AirPods im Ohr. Vielleicht sieht man die manchmal, weil ich hoffe, dass es dann mit dem Mikrofon ein bisschen besser ist und man mich halt ganz gut versteht. Also wie gesagt, ich hatte meinen Termin am 18. Mai. Ich hatte den dann um 10 Uhr und ich bin dann um, glaube ich, so 9:30, 9:45 Richtung Konsulat gegangen und habe dann davor einfach ein bisschen noch gewartet und bin dann um 9:45 halt so eine Rampe hochgegangen und habe dann erstmal bei so einer Frau, die dann direkt gewartet hat, meinen Reisepass gezeigt und die hat mich dann auch gefragt, ob ich halt einen Termin habe. Das konnte ich dann ja bejahen und dann hat sie mich weitergeschickt einfach zu so einer Schlange, die war da schon, wo dann nochmal ein Mann hinter so einem Glasfenster saß, der dann halt nochmal die Ausweise kontrolliert hat und geprüft hat, ob man eben wirklich einen Termin hat.
Und dann hat er einen ins Gebäude, in dem der quasi saß, geschickt. Das war einfach so eine Sicherheitskontrolle, eigentlich so ähnlich wie beim Flughafen. Und man darf echt sehr viele Sachen nicht mit reinnehmen ins Konsulat. Also man muss da echt gucken, es ist eigentlich ähnlich wie beim Fliegen. Man darf auch kein Handy, sowas gar nicht mitnehmen. Das muss man also irgendwie draußen bei den Eltern oder so lassen. Und auf jeden Fall, nachdem ich dann durch diese Sicherheitskontrolle durchgegangen bin, hat mich dann die Frau, die da war, mit den anderen, die auch ein Visum beantragt haben, das waren bei mir jetzt Erwachsene, aber nach mir waren das auch noch andere Austauschschüler, glaube ich. Und die hat mich dann in das Hauptgebäude geschickt. Es sah auch schon richtig, richtig amerikanisch aus, fand ich. Da hing halt schon die Flagge und sowas alles. Und da war dann halt auch so ein Wegweiser, wo halt direkt drauf stand, wenn man halt ein Visum beantragt, wo man halt hingehen muss. Und da bin ich einfach die anderen hinterher gegangen, die da halt auch hingegangen sind. Und das waren bei mir auch alle anderen. Und da waren dann halt verschiedene Schalter, ich glaube insgesamt 7 in so einem Raum. Dann musste ich halt erstmal zum Ersten gehen. Das war auch alles so, ja, ausgeschildert sozusagen. Also man konnte sich da nicht verlaufen oder so. Und da hat dann nochmal eine Frau einfach meinen Reisepass angeguckt und hat dann da so einen Sticker draufgeklebt mit so einem Barcode und meinem Namen. Und dann hat sie noch mein DS-2019-Formular einmal angeschaut. Und dann mich zu einem weiteren Schalter geschickt, wo dann ein Mann war, der halt nochmal sich dieses Formular angeschaut hat und meinen Reisepass eben nochmal eingescannt hat mit diesem Barcode. Und dann hat der halt meine Fingerabdrücke mit so einem Scanner sozusagen eingescannt. Und da musste man einfach auf so ein grün leuchtendes Teil seine Finger einmal so drauflegen. Und das war es auch schon, also es war auch kein Riesenaufwand oder so. Dann bin ich halt von dem Mann aus zum dritten Schalter sozusagen geschickt worden. Und da saß dann nochmal jemand, der auch meinen Reisepass nochmal angeschaut hat, auch behalten hat. Und dann das DS-2019-Formular nochmal unterschrieben hat, beziehungsweise da irgendwas, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau was, angekreuzt hat und so. Auf jeden Fall meinte er dann einfach nur, dass mein Visum bestätigt wurde und hat nochmal gefragt, ob ich halt ein Highschool-Jahr da mache. Und dann habe ich einfach nur ja gesagt. Also das Gespräch mit dem war halt auf Englisch, mit eigentlich allen habe ich Englisch geredet, aber die am Empfang oder am Eingang sozusagen, die konnten, glaube ich, auch Deutsch. Also die haben mit manchen Leuten auch so ein bisschen Deutsch geredet, darum, glaube ich, konnten die auch Deutsch, theoretisch. Die haben aber alle sehr, sehr, sehr deutlich gesprochen, also man braucht sich da gar keine Sorgen zu machen, dass man irgendwas nicht versteht oder so. Auf jeden Fall, nachdem er dann meinte, dass mein Visum bestätigt wurde, hatte mir halt dieses DS-2019-Formular wiedergegeben. Und dann konnte ich auch schon gehen. Also es ging wirklich extrem schnell und war kein Riesenaufwand eigentlich. Also das Hinfahren natürlich schon, aber im Konsulat selbst ging das echt ganz flott und war gar kein Problem. Also da braucht man echt sich keine Gedanken zu machen oder so, dass da irgendwas schief gehen könnte. Also man sollte halt alle Formulare mit dabei haben, die halt einen am Anfang fragen. Beziehungsweise die schreiben ja auch, wenn man das Visum online schon mal so beantragt hat, am Ende nochmal hin, was man alles mitbringen muss zum Termin. Und ja, danach sind wir dann noch zum Wannsee gefahren, haben da ein bisschen rumgeschaut und da war noch nicht so viel offen. Es war ja auch unter der Woche und dann irgendwie auch erst 10:45 oder so oder 11, also es war noch Vormittag. Darum haben wir dann uns entschieden, noch nach Wolfsburg zu fahren zum Shoppen, weil das ja auch zurück auf der Strecke lag. Und da sind wir da halt noch ausgestiegen und haben dann auch ein bisschen geshoppt. Habe ich auch einige Schnäppchen ergattert. Ja, das war es noch eigentlich schon. Ihr braucht, wie gesagt, echt euch da keine Gedanken zu machen, dass irgendwas mit dem Visum schief gehen könnte oder so. Solange ihr da alles mit habt und da entspannt reingeht, geht das echt alles gut. Ich musste auch, wie gesagt, echt nicht lange warten. Seid trotzdem pünktlich da. Ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüssi!